Auf welcher kulturellen Basis entstand das altägyptische Königreich? Wer lebte in Ägypten vor den Pharaonen? Leider können wir diese Fragen nur schwer beantworten, denn die Schrift gab es damals noch nicht. Was wir trotzdem über das prädynastische Ägypten wissen, erfährst du hier. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibel Orient TV. Im Jahr 1895 entdeckte der britische Archäologe Flinders Petrie in der Region Nagada in der Nähe von Luxor am Nilknie Gräber einer alten Kultur. Er dachte noch, diese Gräber gehören zur ägyptischen Pharaonenzeit, doch wie sich schnell herausstellte, waren sie bedeutend älter. Sie gehörten der sogenannten prädynastischen Phase an, also der Zeit, bevor es ein vereintes Königreich Ägypten gab. Der Begriff Prädynastik ist zugegebenermaßen etwas schwammig, denn wortwörtlich würde er ja alles das bezeichnen, was jemals vor den Pharaonen lag, zehntausende Jahre von Geschichte. Im engeren Sinne bezeichnen wir mit Prädynastik ungefähr die Zeit zwischen 4500 und 3000 vor Christus. Diese eineinhalb Jahrtausende können gewissermaßen als Einheit betrachtet werden, denn in diesem Zeitraum vollzog sich die Entwicklung von der Sesshaftwerdung und dem Beginn der Landwirtschaft bis hin zur Entstehung der ersten staatenähnlichen Gebilde in Ägypten. Wenn wir vom prädynastischen Ägypten reden, müssen wir grob zwei Kulturräume voneinander trennen. Zum einen in Oberägypten, also dem Süden des Landes, die sogenannte Nagade- und Badari-Kulturen, zum anderen im Norden, im Delta, die Ma'adi-Kultur. Die nördliche Kultur war stets ein bisschen weniger weit entwickelt als die südlicheren und ging später auch in diese auf, doch einmal der Reihe nach. Mit der Badari-Kultur haben wir die ältesten Spuren von Landwirtschaft und Sesshaftigkeit im Gebiet des alten Ägypten. Sie reichen zurück bis etwa in die Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus. Ob es vor der Badari-Kultur noch eine andere eigenständige Kultur, die sogenannte Tassa-Kultur, gab, ist in der Forschung umstritten. Jedenfalls mit der Badari-Kultur begann die Landwirtschaft. Die Badari-Menschen bauten Weizen und Gerste an, sie hielten und züchteten Rinder, Schafe und Ziegen, machten aber auch Jagd auf Fische im Nil und auch auf Gazellen in der Wüste. Leider kennen wir von der Badari-Kultur hauptsächlich Gräber und wenige Wohnbauten, die gefunden worden sind. Das ist zwar eine relativ einseitige Fundlage, aber dennoch sind die Gräber natürlich für uns sehr wertvolle Hilfen zum Verständnis dieser alten Kultur. Wir können an der Bestattungsweise erkennen, dass dort eine ausgeprägte einheitliche Tradition herrschte. So lagen alle Bestatteten auf der linken Körperseite mit dem Gesicht nach Westen gerichtet und waren zudem in Matten aus Schilfrohr oder Tierhäuten eingewickelt. Was die Bedeutung dieser symbolischen Riten war, können wir natürlich im Einzelnen nicht mehr erodieren, denn wir haben keine schriftlichen Zeugnisse aus jener Zeit. Die Abgrenzung dieser Badari-Kultur zur folgenden Nagada-Kultur ist nicht so ganz einfach. Dort scheint es gewisse Kontinuitäten und Überlappungen gegeben zu haben. Mit Nagada im engeren Sinne bezeichnen wir die Zeit ab etwa 3900 vor Christus. Die Nagada-Kultur wird in die drei Epochen Nagada 1, 2 und 3 unterteilt, die man vor allem anhand der Weiterentwicklung der Keramikstile voneinander unterscheiden kann. Die Nagada-Kultur lag etwa südlich von Badari, etwa bis in die Gegend von Hierakonpolis. Interessant ist aber, dass im Norden nach Badari, nördlich von Badari, ca. 300 Kilometer lang keine Spuren von irgendeiner prädynastischen Kultur zu finden sind. Erst wieder im Bereich des Nildeltas haben wir die genannte Ma'adi-Kultur. Dabei handelte es sich allerdings um eine von Badari und Nagada
streng getrennte Tradition, die eher Einflüsse aus Palästina aufzeigte, wohingegen die Nagada-Kultur im Süden sehr eigenständig war und wenn er Verbindungen zum Beispiel in den Sudan aufwies. Die Maadi-Kultur kennen wir anders als die Nagada-Kultur hauptsächlich aus Siedlungsfunden. Das heißt also, wir haben die Wohnungen der Menschen damals gefunden, nicht so sehr die Gräber. Wenn es aber Gräber gab, die gefunden worden sind, dann waren diese deutlich ärmlicher und schlichter und mit anderen Grabbeigaben bestattet als im Süden. Dort in der Nagada-Kultur entwickelten sich die Grabbeigaben im Laufe der Zeit immer weiter und wurden immer prächtiger und prunkvoller. Daran können wir ablesen, dass es eine zunehmende Aktivität im Handel gegeben haben muss und damit ganz eng zusammenhängend auch die Herausbildung erster sozialer Stratifikationen, also soziale Schichtungen entstanden damals in dieser Zeit. Ungefähr ab der Mitte des 4. Jahrtausends breitete sich die Nagada-Kultur immer weiter gen Norden aus. Ob dieser Prozess kriegerisch oder friedlich verlief, das können wir leider nicht mehr genau ermitteln. Auch wissen wir nicht, was die Gründe für diese Bewegung waren, die schließlich dazu führte, dass die Maadi-Kultur in dieser von der Nagada-Kultur geprägten Welt aufging. Eine mögliche Hypothese wäre, dass es damals um Bauholz ging. Denn wenn man den Nil beherrschen wollte, brauchte man früher oder später auch große Schiffe, die man mit dem Holz, was in Oberägypten zur Verfügung stand, nicht bauen konnte. Deswegen wendete man seine Aufmerksamkeit möglicherweise Richtung Norden, denn von Norden, namentlich vom Libanon, kam gutes Bauholz. Die berühmten Zedern des Libanon werden ja auch in der Bibel des Öfteren erwähnt. Sie waren das Top-Baumaterial der Antike. Was auch immer also die letzten Gründe dafür waren, mit der Vereinigung der beiden Teile Ober- und Unterägypten war dann die Grundlage gelegt für die folgenden 3000 Jahre königlicher Geschichte eines vereinten Ägypten. In dieser Zeit, etwa im 31. Jahrhundert vor Christus, wurde wohl relativ schnell und spontan die Schrift erfunden. Das muss im Zusammenhang mit den ersten Königsdynastien passiert sein. Wir haben also mit der Schrift jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Namen von Herrschern zu kennen. Dabei sind zu nennen zum Beispiel Skorpion, Acha oder König Narmer, der vor allem durch seine berühmte Punktpalette bekannt ist. Wir haben nun also circa ab 3050 vor Christus mit der Erfindung der Schrift und der Vereinigung von Ober- und Unterägypten das historische Zeitalter erreicht. Damit verlassen wir also auch schon die prädynastische Zeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drücke doch auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal Bibelorient TV, dann erhältst du immer die neuesten Videos zur Welt der Bibel und der Antike. Über welche antike Kultur würdest du gerne mehr erfahren? Schreib sie in die Kommentare und ich mache ein Video dazu. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Bibelorient TV.